Hallihallo, hallo und willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Wir spielen den 150er Modus, wie die letzten beiden Male. Und es ist, welches Team? Also wir haben den ganzen Fahrer, wir haben mit Toad und Toadette noch gar nicht gefahren. Machen wir dann aber auch erst später. Wir machen den 150er in Duo, Zufallsduo. Und das Zufallsduo ist heute Diddy Kong und Daisy. Ja, Diddy Kong haben wir schon. Und ich würde mal echt sagen, wir trackern das nicht durch. Wir nehmen einfach das Mobil, was wir jetzt eben im letzten Teil freigespielt haben. Dritte Turbo. Und zwar der Sternenkerb. Der Sternenkerb. Schorbitland. Shy Guys in Blau. Shy Guys in Rot. Ein schönes Welt. Und die Wände haben auch Gesichter. Was in diesem Mario-Welt alles Gesichter hat, das ist echt unfassbar. Ja, vierter Stern, sehr schön. Und Bowser wieder vorne. Mensch, ist wieder. Ey, das gibt's nicht, ja? Diesmal mit Waluigi. Schauen wir mal, ob das Duo auch so gut hält. Ja, schade. Ja, okay, Daisy ist... Ja, das war die Riesenbanane. Double Item. Zack. Und zack. Fahren sie rauf? Nee, schade. Doch, fahren sie, aber... Oder wer? Nein, das war jetzt... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die haben jetzt als Vierter einen Blitz gekriegt. Die überholen sie alle. Kada, kada. Kacke. Oh, das war zu schnell. Das ist unsere Banane. Zack. Dann vorbei. So. Ist glaube ich unsere auch gewesen, ne? So. Sehr schön. Ja. Ja, gut, einmal abgewehrt. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich noch eine kommt. Okay, andersrum habe ich jetzt was dagegen. Sehr schön! Daisy und Diddy gewinnen! Double D! Double D, Double Die! So, haben wir hier irgendwelche Duos? Nö. Nö. Schön! Wir haben keine Duos. Also, können wir uns jetzt mal ganz gepflegt darauf freuen, auf Duelle anderer Klassen. Nächste Strecke, bitte. Und die nächste Strecke ist Pilz City. Oh, Pilz City, yeah, Pilz City tonight. So. Ja, ein Abschluss fehlt die Musik. So, wir sind Erster. Aber Bowser und Waluigi auf dem zweiten Platz gelandet. Fahren natürlich vorne weg. Aber wir haben Stern gekönnt. Bam! Aber ich will die auch wegbashen. Die sind selbst schneller als wir mit dem Stern. Perfekt. Aber die fahren Schlangenlinie. War noch unkonzentrierter als ich manchmal. So. Zack. Und zack. Wow. So. Immer ein Schutz-Item haben. Ah, nur zwei jetzt davon, okay. Eins brauchen wir nur.
sofort wieder zwei Bananas. Das war aber höllisch knapp. Nochmal zwei. Ah, sehr schön. Riesenbanana. Ja. Riesenbanana behalte ich auch eine Weile. Bombe. Zick-Tack. Dann macht mir irgendwann Bumm. Okay, kann jetzt die Riesenbanane einsetzen. Schön am Start. Die Banane haben die echt sehr schlecht platziert. Aber jetzt hier nicht unterschätzen die Gegner. Bloß nicht unterschätzen. Weil das ist ja oftmals auch so bei anderen Spielen so. Wenn man den Gegner einfach unterschätzt, dann in einer Zeit kann es nicht nach hinten losgehen. So. Fight. Zack. Oh. Aber die sind weit genug weg, die sind weit genug weg. Erster Platz. Und die gewinnt. Double D, Double Die. Gewinn. Sehr schön. 4 Punkte Vorsprung. Ja, der erste ist erster geworden immer, der zweite zweiter, der dritte dritter und dann haben wir noch, ja, sonst sind da alle unterschiedlichen Plätzen gelandet. Aber Wario war letztes Mal noch doch so stark, jetzt auf Platz 8. Was ist denn los? Yoshis Piste. So eine klassische Strecke, die man halt auch gerne nochmal auflegen kann. Meiner Meinung nach. Ob das mal irgendwer macht? Ich weiß es nicht. Liegt in den Sternen. Sehr schön. Probestart geglückt. Na, Mario, Baby Mario und Donkey Kong schubsen die ja förmlich an. Na, fast schon auf der Wiese. Ja, das war natürlich ein roter Panzer, der natürlich sehr überflüssig war. Ja, Donkey Kong behält auch die Riesenbanane. Ja, wahrscheinlich auch nur wegen dem anderen Item. So. Vorne immer noch Bowser und Waluigi. Zum vierten Platz und dritten Platz. Oh, was habt ihr jetzt gerade gemacht? Das war ganz unglücklich in die Wand gefahren. Ja, schade. Nein, das ist Banane. So, drift, 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 drift. Drift, 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 drift. Ja, da. Wenn wir dieses Rennen gewinnen, dürfen wir eigentlich sicher den Goldpokal für uns behaupten. Ja, oder auch so. Ah, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja. Ja. So. Komm, das Item. Ja. Item haben wir null Schutz. Und dritter Platz. Gut, dass das noch nicht die letzte Runde war. Sonst wäre das richtig in die Hose gegangen. So kann man da. Oh, Abkürzung. Verpiest. Aber andersrum. Ist eben so. Ah, oh, den hat er, weiß ich nicht. Nein! Den hat er. Oh, schon wieder getroffen! Oh, jetzt ein Blitz, das kann nicht sein. Richtig krass rausgeflogen. So, die Fahrt von unten genommen. Ja, warum jetzt groß? Hm.
Nein! Nein! Kein Item eingesammelt! Komm, fahr! Fahr, Daisy! Und, oh, Donkey Kong und der Baby Mario nur auf Platz 4. Die waren auch kurze Zeit Erster. Ja, 6 Punkte Vorsprung. Das heißt, ein 4. Platz reicht im letzten Rennen. Schlechter als 4 wäre natürlich schlecht. Denn wir müssten, dann müssten wir weinen. Dann weinen wir, dann gehen wir in die Ecke und weinen ganz doll. Donkey Kong Bergland. Mindestens Platz 4 muss rausspringen. Okay, im Gegenzug müsste Wario und Waluigi und Bowser gewinnen. Aber die beiden kann man auch gut und gerne. Ja, okay, die sind jetzt auf Platz 4. Die darf man hier nicht unterschätzen. Erst recht Bowser nicht. Bowser hat die letzten Rennen relativ gut gefahren. Ist er einfach. So, wieder Kater. Fast zum Verzweifeln. Na, das springt auch noch so dumm. Kann doch nicht sein. Nennt man eindeutig ein Checker 360. Ja, schön nach vorne, der ist ja schön nach vorne geflogen. So, jetzt, das ist natürlich eine schlechte Konstellation. Vierter Platz, okay, aber die beiden da vorne. Jetzt kriegen wir gleich die Schläge. Oder nicht? Sehr schön. Kriegen wir nicht? Sehr schön. So, in der Kombination ist das auch in Ordnung. Erst recht, weil dann ist der Goldpokal unser. Weil Peach und Toadette können uns richtig helfen hier. Wie gesagt, können. Müssen es aber nicht unbedingt. Das war eine Banane. Double Item. Zweimal Fake Box, ey. Die Rauchbahn ist super. Ein Stern. Und was ist jetzt mit Bowser los? Na, ich glaube, Platz 5. Ne, 4. 4 sind sie. So, gerade nämlich nicht in der Checklist. Da, jetzt haben sie wieder, sind sie wieder 5 da. Okay, Toadette und Peach können uns wirklich richtig helfen. Die fighten hier richtig bis zum Platz 5. Aber, weil sowas achte ich ja eigentlich auch, wenn wir hier weit vorne fahren. Immer darauf, was unsere Konkurrenz macht. Und weg damit! Sieg! Da hat jede Rechnung jetzt seinen Sinn verloren. Toadette und Peach nur 5. Schade. Aber auch dünn 5. Wir sind auch dünn 5. geworden. Also das war Podium Finish. Ja. Sowas nennt man einen 12-Punkte-Vorsprung. Und 12 Punkte, ja, das hätten wir selbst im Hetz noch ein 5. Rennen gegeben. Das hätten wir für uns entschieden jetzt. Also im Endeffekt hätten wir dann die Goldmedaille trotzdem gewonnen. Sehr schön, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Es ist gewonnen. Gewonnen. Das war mein Sieg und das ist so toll. Gewonnen, gewonnen. Und was gewinnen wir? Chu-chu-chu-chu-chu. Ein Zug. Chu-chu-loco.
Die Frage lautet, ob wir das nächste Mal einsetzen oder nicht. Wir freuen uns auf ihr freut euch uns, wir freuen uns alle darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann und tschüss.